Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 4. Ich begrüße euch zu einem neuen heiligen Video, was ich vorbereitet habe. Und wir melden uns heute zurück. Der Leader von den Zombie Cowboys nimmt heute mit dem Handy auf, weil mein Internet gesperrt wurde. Ich habe meine Rechnung nicht bezahlt. Aber nur weil ich meine Rechnung nicht bezahlt habe, heißt das nicht, dass mein Kampf für das Gute endet. Der Leader der Zombie Cowboys, der König und der Paladin, der Ritter von Gut und Böse ist wieder zurück. Und ich grüße erstens mal ein paar coole YouTuber. Der erste YouTuber ist Agent 007 Modern Warfare vom Clan Libanon Elite. Ich grüße dich. Ich habe dir eine persönliche Nachricht geschickt. Die müsstest du bekommen haben. Die musst du mal lesen, komplett durchlesen. Und dann verstehst du auch meine neuen Videos. Ja, ich habe ihnen eigentlich eine Nachricht geschickt. Was das für eine war, das werdet ihr wahrscheinlich niemals erfahren. Aber wenn man weiß, was in der Nachricht steht, dann versteht man auch vieles andere. Das zweite, was ich sagen will. Lieber Let's Play Geilo, ich grüße auch dich. Ein treues Armeemitglied in meinen Reihen. Und wer würde auch für mich sterben in GTA 5? Und solche Leute brauchen wir natürlich mehr. Perfekt, ihr Schweine und Fans. Und ich grüße auch Lauer. Auch dich grüße ich. Und Milch und Kronencrafter. Und natürlich auch Gizmo, der uns mit militärischen Waffen eindeckt. Dafür danke ich dir, Mashallah. Und wir sind kampfbereit. Und ich werde in 4 Wochen wie Phönix aus der Asche hervorkommen. Und werde dann richtig, richtig, richtig kämpfen. Solange bin ich noch offline. So leid es mir tut. Es tut mir wirklich leid. Aber das macht jetzt mal nichts. So, tot. Was will ich noch sagen? Meine Hater ignoriere ich. Ich werde sie nicht mehr auf YouTube erwähnen, was sie wollen. Sie werden den Kampf sowieso nicht gewinnen. Ich bin der Gewinner. Ich bin der Sieger. Ich bin der Ritter. Ich bin der König. Und ihr müsst es akzeptieren. Es ändert sich in GTA 5 was. Es ist eine neue Ära eingebrochen. Und diese Ära habe ich eingeleitet. So. Was ist die Botschaft von meinem heutigen Video? Dass ich mich nicht unterkriegen lasse. Dass ihr nicht gewinnen werdet, sondern ich werde siegen. YouTube Gamescom, der angeblich Drogensüchtige, was mir unterstellt wurde, dass ich Drogen genommen hätte. Und das Allerschlimmste, was mir gesagt wurde, dass ich dem Islamischen Staat angehöre. Wie kommt ihr auf so eine bescheuerte Botschaft? Jetzt mal ernsthaft. Wo ist in meinem Video irgendwas mit Islamischem Staat? Ich sehe da nichts. Tretet bei meinem Clan Zombie Cowboys. Sonst endet ihr wie diese pixelhaften Spieler. Ich werde bald wieder GTA Online zocken. Und dann bin ich bereit zu kämpfen. Und auch mit der Faust. Passt auf. Und staunt über diese Technik, die nur ich besitze. Diesen unglaublichen Schlag. Diese unglaubliche Power, die ich besitze. Achtung. Schaut euch diesen unglaublichen YouTube Gamescom an. Wie bereit er ist, selbst gegen die Polizei hier in GTA zu kämpfen. Und die Polizisten schießen auf mich. Schaut. Die schießen auf mich, obwohl ich unbewaffnet war. Das sind die Feinde in GTA 5. Die Polizisten und die Nutten.
So. Ich bin auf jeden Fall mal raus, und wir sehen uns im nächsten Video, und die Hater werden mich nicht fertig machen. Für jedes Hater-Kommentar kommen 20 neue YouTube-Videos. Auf 20 neuen YouTube-Kanals. Channels. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Und ciao. Und einen Kill machen wir noch, um zu zeigen, dass ich es ernst meine. Perfekt.